Meins habe ich irgendwie immer so zum dritten Mal tippt und ausweichen.
Training beginnt am Tag 5. Auch nicht schlecht. Aber wir müssen vorerst noch nicht mehr arbeiten. Liegestütze-Zeit. Ich kann natürlich auch nochmal in die Gym. Ja. Und den ganzen Tag verbringen dann noch. Ich gerade. Ich glaube, nach dem dritten Gym-Besuch kommen die Ultimate-Fights. Ja, ich mache Liegestütze. Die Ultimate-Fights kann auch ruhig später kommen, weil ich meistens den zweiten oder dritten Solo verliere. Ich hab den Kick noch nicht erforscht, oder den Schlag, das glaube ich. Ja, brauchen wir glaube ich nicht. Oh, geht schon ab. Ich habe vorhin schon einen Run gemacht. Nach, ich glaube, 28 Tagen oder irgendwas mit 30 musste ich abbrechen. Vielleicht sprechen wir das Runfahren. Es war schon ziemlich spät und ich habe jetzt auch überhaupt geschlafen oder nicht. Ich habe Bedürfnis noch gehabt. Aber mir Bedürfnis noch mal zu starten, weil ich wieder einiges gelernt habe. So, wir müssen auch ganz mit dem Gym fahren, da ist jemand schon hier nicht. Also, er braucht noch keine Hilfe. Er ist nach dem dritten Gym besucht, glaube ich.
Linke Maus, das ist ein bisschen kaputt, leider. Ah, das könnte man noch zur Heimtücke werden, wenn ich irgendwas schnell beenden möchte mit dem Linksklick. Das ist ja beim letzten Mal schon zur Heimtücke geworden, erstmal einen Tag verloren dann habe ich. So, beim dritten Mal in der Gym fragt er einen. Wo kurz die Stats war. Ja, da habe ich beigeschrieben einfach. Ich glaube, man sollte trotzdem 5 Geschick haben, das aber nicht mehr hinkriegen. An diesem Tag zumindest. Der zweite hat 5-3. Dann müsste der erste ja eigentlich. Also ich glaube, das hat auch 5 irgendwie. Ja, ich leck mich noch nicht an. Was macht denn die Gym hier zu Ende? Ich leck mich morgen an, damit das in unterschiedlichen Tagen ist. Fünf, drei. Muss reichen. Reicht, denke ich auch. Könnte ich eigentlich machen. Schafft er aber, glaube ich, gar nicht. Braucht er keinen Bock mehr. Reicht. A4 gegen 5-4, das müssen wir doch schaffen. Ich sollte den Highkick auswählen. Ich meine, wir machen jetzt irgendwie so eine Ausdauerplatte, aber... wir machen kaum Damage. Noch Ausdauer. Aua. Nice.
zweiten Ulti sollten wir schon in jedem Fall mindestens 6 Geschick haben. Gegen den zweiten verliere ich öfters gerne. Also nicht gerne, aber ich verliere öfters gegen ihn. Da denke ich immer, dass das Spiel abstürzt, weil immer so eine halbe Sekunde im Blackscreen ist. Nur so ganz plötzlich. Wir könnten jetzt schneller einen Reißesser kriegen, indem wir Trainingsdorf mit Silber machen würden, heute und morgen. Beziehungsweise einer wird eigentlich reichen, das wollen wir morgen schauen. Ich jetzt mal einkaufen. Zwei Fleisch. Lohnt sich gar nicht in den Gym zu gehen. Vor dem nächsten Fight. Ne, lohnt sich nicht. Machen wir den hier. Und trainieren die Osso. Ah, die kriegen uns einfach auf 4, ne? Ich dachte, dass sie so stark absteigt, aber 2-3 gegen 5-3. Komm, das müssen wir doch schaffen. Ich hab auch mal die Standardsachen hier. Kostet mir sogar ziemlich viel Ausdauer. Wir haben insgesamt 3 am Kosten, der hat 8 am Kosten und der hat auch noch. Ich schaffe mit knapp 10 Millionen Leben. Gym und können dann direkt trainieren. Wobei ich den Reis ist auch vorne. Aber hab ich jetzt eh kein Geld mehr. Ah, ich finde ja hier noch Punkte. Also noch im zweiten Kampf kommt der Roy schon. Ich dachte noch im dritten. Hoffentlich ist das nicht der erste aus der Ulti lieb. Der ist noch nicht starten. Fuck. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht. Wir kriegen dann immer so eine Ausdauer-Energie.
Oh, wow. Oh, es sind noch vier Runden, fuck. Der ist richtig scheiße im Vorsprung. Und diese Runde auf die Matte legen. Nice. Kurz sind wir eindeutig im Vorsprung, das zählt bei einer begrenzten Anzahl an Runden. Last round. Kann höchstens halt wieder aufholen. Sieht aber nicht mehr so aus. Das klingt auch so ein Reisesser. Das ist nice. Und wir können direkt ins Gym. Ulti ist in 2 Tagen. Dann kommt dann auf jeden Fall 6 Geschick natürlich. So was mit dem Reißwasser. Den Burger habe ich vergessen mitzunehmen, das ist im Mülltor. Scheiße. Auf 7 werden wir wahrscheinlich nicht mehr kommen. Wenn wir ja jetzt schon innerhalb von einem Tag nicht auf 6 bekommen. Das heißt, es ist auf 7 aufgekommen worden am nächsten Tag. Also jetzt sind wir schon auf 6 gekommen. Auf 7 wird ja nochmal schwieriger. Und die Energie sagt auch eher nee. Noch einen Tag. Dann wollen wir noch Fleisch zu Hause haben. Hier glaube ich gleich noch zum Nick und hole Essen ab. Ja, muss ich eine Stunde brauchen. Ich weiß nicht, ob wir Zaun noch was haben. Boah, 3 Stunden, scheiße. Erstmal Telefon. Arbeiten. Können den Gym nicht bezahlen.
Ich hoffe nicht, dass ich auf 7 komme. Wir haben 6-4. Mal schauen, letztes Mal gegen ihn verloren. Ich glaube, ich hätte schon den Weg des Tigers einschlagen können, hätte ich jetzt noch einen Café-Fight gemacht. Ich glaube, den Fehler habe ich letztes Mal gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher. Weil der bringt nichts sondern glaube ich, auch zur Regeneration rein. Noch nicht. Ich sehe bessere Stats, aber ich habe bessere Moves. Mach einfach mehr Damage. Wo jetzt im Prinzip weniger Leben hat, aber prozentual nicht. Ja, sieht ganz gut aus, aber wir gehen hier nicht mehr zu Boden wahrscheinlich. Ah, sehr gut. Das war essentiell, denke ich. Aber jetzt haut er nämlich auch so Regeneration rein. Dann kriegen wir den nicht mehr. Auf dem Boden. Den wird wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr raus. Zehn Leben hinter uns. 15. Wir haben jetzt gar nichts mehr. 10. Das ist alles sehr, sehr knapp und spannend. Jetzt sieht's gut aus. Puh. Das ist ein sehr gutes Zeichen. So, jetzt erstmal wieder runterkommen und beruhigen. Morgen ist die Anfängerliga. Kann ich den schon machen? Schön. Jetzt nicht vergessen, den Burger mitzunehmen.
den ersten Job nochmal einmischen. Könnten eigentlich auch arbeiten. Weil einfach nur gehen, können wir eigentlich auch machen. Ist aber, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt zu arbeiten. Ja. Der hat auch nicht so mega Stats, wenn wir jetzt zu Anfang wieder fight. Ich glaube, zu Zeitpunkt des Arbeiten eigentlich natürlich ist, wenn wir 8 haben und fall ich in 2. Nächste Ulti ist in 2 Tagen, das heißt, es reicht eigentlich. Ich glaube, ich mache aber trotzdem lediglich Liegestütze. Dafür gehe ich, glaube ich, nicht extra noch mit Gym. Jetzt brauche ich gar nicht. Ja. Ich habe auch Weg des Tieres, was schon sehr, sehr gute Vorteile bringt. Ich krieg jetzt einfach irgendwo 7 kriegen. Und von dem Ulti soll ich noch einen Hinterhofkampf machen, damit ich einen besseren Kick. Ich hatte gar nicht voll Essen. Mist. Da hätte ich vor dem Anfänger Überkampf achten sollen. Langsam geht das dann gerade hoch. So. Also 7 Schiffer trocken auf jeden Fall. Vielleicht sogar die 5. Thank you.
funktioniert wahrscheinlich auch. Oder Burger sind von mir gewesen. Ja. Wow. Ich habe auch noch zwei frei, dann weg. Oder drei sogar. Gestalten wir so ein Spiel. Da wir sehen, da brauchen wir nur 173 für. Dann können wir mal das Zeug runterkriegen. Okay, da ist nichts. Windstrom ausweichen, könnten wir einfach mal kriegen.
nur gucken, was unsere Energie regenerieren kann. Da sind schon mal solche Dinge. 4, 5, 7, 7, 5. Aber doch noch eine dickere Stärke. Den Kampf irgendwie total. Also mein Leben gekauft, Cox. Einmal das Setting finde ich total cool. Und auch deren Kampfstil, weil sonst muss halt fast nur Menschen. Und nur Menschen als Gegner hier. Nur haben wir was eine Abwechslung. Nur Ausdauer auf dem Boden. Nice. Punkte, ja, nicht Talentpunkte. Und Lebenspunkte sind fast voll. 434, hier habe ich auch mal einmal gegen ihn verloren, aber mit 7,5 dürfte uns das nicht passieren. Mit des Tickets aber halt auch auf zur Regeneration. Wie so cool. Das dürfte dann auch der nächste Gegner in der Anfängerliga sein. Dann auch so eine Regeneration. Aua. Au. Oh, trotzdem zu Boden, das ist schon. Nice, damit hätten wir es, denke ich, in der Tasche. Aber es kann immer überraschend passieren. Gut, dann haben wir zwei kritische Kämpfe schon überstanden, das ist schon mal sehr schön. Aber ich befürchte, dass wir nochmal arbeiten müssen. Obwohl morgen ist der nächste Liga-Kampf, das war nicht mehr das Gordon. Oh, 5-5 und auch noch 3. Dann müssen wir nochmal in den Gym morgen, denke ich. Nur die könnten noch auf 8 kommen, das würde ich auch ganz gerne wollen und dann danach arbeiten. Das wäre so gut. Ich glaube, ich komme nicht mehr auf die 8. Versuch's aber. Ja, seine Stats sind halt schon ziemlich nah am Umgang. Mist. Ich bin auch nicht mehr viel. Ich muss erst den ganzen anderen Kamerad machen.
Aber unser Essen habe ich auch nicht mehr. Ja, sieht schon aus. Vielleicht noch eine Fliegestütze. Dann haben wir doch zu Hause das Beste aus, ne? Ne, haben wir nicht. Müssen wir schon zum Mitgehen. Boah, hier war. So, dadurch, dass wir das noch auf 8 kriegen wollen, 7 oder 6 Dollar aufgenommen wird. Schaffen wir wahrscheinlich trotzdem nicht. Mist. Ich hab's gewusst. Dann muss sie auf jeden Fall nicht. Ich hatte wirklich keine Ausdauer-Regeneration. Da muss ich nur irgendwann kleppen. Hat zumindest keiner reingepackt. Auf Hansa. Das Bandchen kriegen wir noch nicht. Oh, wenn wir gerade nicht auf 8 sind. Scheiße, ich hab's geschafft. Ich mach doch einfach nicht. Na, Mist. Und los, wird er nicht stützen. Dann wäre das Set nämlich jetzt gar nicht zurückgefallen beim nächsten Tag. Wenn der Fall nicht hingekriegt. Schade, schade. Können aber nochmal. Zwei Tage, das heißt, wir müssen auf jeden Fall arbeiten. Guck mal die Stats vom nächsten. Ich glaube, das ist der dritte Ulti-Kampf, ne? Der hat 4-3-4, dafür brauchen wir guten Stats, also 8-5 würden reichen. Das heißt, der Kampf ist ja übermorgen, wir haben ja gleich schon morgen. Und dann am Tag würde ich auch trainieren. Aber ich habe ja nichts mehr zu essen. Wir kriegen vom Mick auch nichts, weil wir zu viel Geld haben. Das heißt, wir müssen arbeiten. Wenn ich nämlich jetzt das Geld ausgeben muss für Essen, dann kommen wir nicht mehr in den Gym, deswegen müssen wir arbeiten. 34 ist glaube ich auch zu viel für Mick. Jetzt ist Zeit für den gammeligen Burger. Das heißt, ich werde das Fleisch nicht kaufen müssen. Naja.
Ja, scheiße. Hätten wir diesen Kacks Dead of 8 gekriegt, hätte ich jetzt mit viel mehr arbeiten können, weil dann einfach nicht mehr unter 8 gegangen wäre. Wo ich vorher noch arbeite, damit ich noch Gesundheit kriege durch ein Fleisch. Oder ich muss eine Tiefkühlpizza kaufen. Und aber beides nur 10% Gesundheit. Solange meine Maus noch mitmacht. Ah, okay, wir haben aber 2 Fleisch. Das ist natürlich nice. Insbesondere für die Gesundheit. Also jetzt im Real-Life nicht, aber nicht schon. Schlafen wir natürlich nicht mehr. 3, 4, 6 hat er drauf. Guck mal kurz in den Tizen. Ah, das ist ja doch schon der nächste. Nein! Ich habe in Klammern geschrieben, 8 Geschick. Das heißt, 8 Geschick könnte klappen, muss aber nicht. Ich dachte, das würde noch einmal vor noch gewesen. Weil der hat auch so Regeneration und der schlägt ziemlich hart. Die auch nur noch hinlegen können, dann wäre das sehr viel Vorteil für mich. So immer so eine Sache, so ein Knopf auch. Nice. Er hat keine Ausdauerregeneration, okay, dann könnte nur eben so gut Knopf machen. Ja, he is getting hard. Überstanden haben, dann haben wir schon mal ordentlich was weggeschafft. Weggeschaufelt. Nice. Jetzt mal überlegen. Jetzt könnten wir eigentlich arbeiten. Wenn ich unter 8 fahre. 8, 5. Dürfte reichen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt arbeiten müssen. Dann kriegen wir eigentlich Gegenreaktion. Ohne Fallsnamen.
wir müssen die Ausdauer wieder auf 4 kriegen heute noch. Oder auf 5. Mist. Hab ich nicht drauf geachtet. Frage, aber mit Liegestützen hat Geduld auf 15. Ich glaube nämlich eher nein. Vielleicht schaffen wir es auch mit 4. Boah. Ich will das nicht verlieren. Ich investiere, glaube ich, zur Sicherheit lieber. 10 fucking Dollar. Natürlich mal einfach nein, mit dir beschützen. Ist wahrscheinlich so nicht geschafft. Na. Das ist 420 Dollar von der Anfängerliga. Jetzt wird das Training jetzt hier gar nichts bringen, weil dann jetzt Tag danach geht. Wir werden eh arbeiten wollen. Das macht aber schon 20 Schaden. In den Staub. Nochmal in der Zwischensequenz vielleicht alle Tab, weil ich hab wirklich so oft zu sehen. Guck mir das was anderes an. Ihr seht wahrscheinlich Black Screen. Für den nächsten Ulti brauche ich 10 Geschick. Mein letzter Run
Dann habe ich jetzt fast komplett bei YouTube hochgeladen, der hat gerade verarbeitet, ne? Danach kann ich sie dann zusammenfügen. Hochgeladen. Weil manchmal meine Internetverbindung einfach abbricht und wenn ich dann 12 Stunden Upload habe, dann kriege ich den nie hochgeladen. Habe ich den jetzt nochmal 6 Stunden. $25 gekriegt, oder? Ich würde zwar gerne Kaffee fett machen, aber ich habe kein Geld, um da rumzuhalten mit dem Bus. Erstmal anmelden. Gut, ich mir das morgen aus, das ist gut. Den 9er auf jeden Fall hin. Gewechselt zu den Standardmodus mit dem 7. Ausbau vom Gerät. Nice. Macht das ja relativ gut alles. Aber noch keinen gröberen Fehler gemacht. Noch nichts, was irgendwie einen Tag, wo man einen Tag verlieren würde oder so. So, jetzt ist halt wieder die Frage.
Und auf Hals haben dann nach einen Talentpunkt. Dann können wir den Kopf besiegen. Und Bobo. Aber Bobo sind wir gar nicht drauf angewiesen, denn zu früh zu besiegen, denke ich. Ich denke schon, damit könnte ich schon einen halben Tag, glaube ich, sparen insgesamt. Ich guck mal kurz. Notizen und so weiter. Für den nächsten brauchen wir 10 Geschick sogar. Ja, wir kommen auch mit dem Reis SR1 auf 10 Geschick. Ich glaube, ich mache unaufhaltsam. Punkte vielleicht erstmal. Morgen kriegen wir auch wieder Punkte. Einmal arbeiten müssen wir auf jeden Fall noch. Sehr schön. Also müsste ich auch 2 Runs vorher wegwerfen. Sehr schön. Ich glaube, unaufhaltsam Talentpunkt ist besser. Dann können wir auch den Croc besiegen und Bobo und direkt danach können wir sowieso den Reisesser dann machen. Was mach ich denn? Wir müssen nach Hause. Oh, 5 fucking Dollar. Wen kämpfe ich denn morgen? Kickslown wieder. Ja, das reicht auch, dann braucht man nicht mehr in die Gym, da kann ich euch 5 Dollar ausgeben. Wahrscheinlich werde ich eh noch arbeiten. Wahrscheinlich nur 20 Dollar. Ach, 5 muss reichen. Hat jetzt im Auge reicht. Ich schlafe heute. Wir haben schon 15 Uhr Nachmittag. 20 Dollar.
genau. Spielen wir Jim. Tun wir mich auf 9 hoch. Und dann gehe ich zu zum nächsten Straßenkampf. Wobei, da kann ich glaube ich heute noch gar nicht hin. Sondern erst morgen. Bobo schon besiegen kann. Und Tag 22. Letztes Mal habe ich, glaube ich, Tag 26 für gebraucht. Das wäre natürlich eine krasse Verbesserung. Mitgehen, weil man zu viel Geld dafür hat. Ich weiß nicht, ob wir zu Hause noch was haben. Ich guck mal für 1 Dollar nach, ob wir zu Hause noch was haben. Nope. Dann gehen wir zu Nick. Aber wir tun glaube ich noch nicht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, arbeiten ein bisschen. Wobei, ja, bestimmt, die Ultimate ist in 2 Tagen, deswegen muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Den zweiten Arbeitsprozess fertig. Und dann gehe ich zu Bobo. Nein! Scheiß Maus! Rechtsklick, der Linksklick reagiert manchmal nicht. Awesome, yay!
hinzukriegen, ist auf jeden Fall ein Trainingsset, was Silvermann machen. Was aber auch kein Problem darstellt, da wir jetzt ja 100 Dollar durch Probe verdienen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt ist, aber ich schätze mal schon, weil es kann nicht sein, dass sie den kompletten Dialog von ihm einfach nicht fixen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Okay, Google ist auch so eine Sache, kann man auch gerne mal gegen von dir. Schaden durch dein Nicht-Treffen. Wir kicken ja auch so ganz gut, aber er macht sich einfach keinen Schaden. Aua. Er macht sich keinen Schaden, der Sack. Aber ich gebe dann mal einen Staub gleich wenigstens. Gut. Ach, das hat auch noch mal Talentpunkte gegeben. Wir können den zweiten Kopf besiegen, braucht man noch nicht mal einen Trainingskampf. Den wir aber trotzdem machen, weil wir noch Geld haben. Von ihm schon Bescheid angreifen. Ja. Okay, wir schon 6 Kräuterschnaps. Kräutertrank. Hast du mal nur gewählt? Das ist das Song-Ding von Kurten Müller. Mit Flash-Stiege. Ich glaube, ich noch nie mal Bobo Geld verdient. Day 22. Echt gut, dass es keine Ingame-Zeit verbraucht. Nichts. Und nochmal 6 Quarter-Shocks gesehen. Quarter-Trank. Oder Gebräu oder was auch immer. Ich soll jetzt endlich mal einkaufen, ne? Und jetzt brauchen wir auch nicht mehr schlafen, schon am 22. Tag. Ich glaube, das ist ziemlich genial. Wir brauchen, glaube ich, 10. Ja, wir brauchen 10. Obwohl wir brauchen nicht unbedingt 10 für nächsten Ulti, weil wir Gegenreaktion schon haben. Das hatte ich nämlich auch noch nicht vor dem nächsten Ulti, dass ich da Gegenreaktion hatte. Das ist aber gerade ziemlich genial.
Pokémon schon gegen den Krog kämpfen kann. Wenn es mir fällt jetzt kurz eine Pizza aus, damit ich einen Reisesser krieg. Ah, nice. Gut, das ist schön. Willst du Pizza probieren? Nimm mir eine. Ich will nur Gegenreaktion haben, Junge. Au. Den habe ich in den sonstigen Runs auch nicht mitgenommen, den Krog. Das ist also auch ziemlich genial. Das momentan läuft. Au. Kann ich nicht mehr selber Schaden machen. Momentan kann es noch sehr, sehr spannend werden. Aua. Entweder sich selber Schaden machen oder auf den Boden gehen zumindest. Das wäre schon eine Sache. Jetzt, ja, schön. Noch nichts zu sagen. Gut. Acht geile Punkte. Einfach geiles Game. Der jetzt auch sofort angewendet wird. Ich mag Reis. Das ist zwar nicht wirklich oft, vielleicht einmal im Monat, weil ich die meiste Zeit Rohkost esse, aber ich mag Reis trotzdem. Die 10 werde ich wohl nicht mehr kommen, aber da es ein Stärkebild ist, der nächste, reicht auch die Gegenreaktion. Ich versuche auch mal auf 10 zu kommen. Dem Reis, deshalb kommt das nämlich funktionieren. So wie es aussieht. Nice. Ich würde sagen, Fight. 10-5. Blue. Ich besiege ihn auch sonst immer ohne Gegenreaktion, deswegen muss ja ziemlich simpel sein zu besiegen. So ein Ausdauerspiel mit nämlich. Yep.
Feuer gibt's auch keinen mehr, gegen den man nicht bestehen würde. Hat er sich selber umgehauen. Noch genug Fleisch. Fleisch. Geht so. Könnten jetzt so langsam mit Übungskämpfen anfangen. Ich muss ja merken, Tag 25 können wir wieder gegen ihr wisst schon nehmen. Aber ich kann mir noch kein Übungskampf leisten. Kann man schon wieder ein Punching-Deck? Ich weiß gar nicht. Hier waren wir ja zuletzt auf 10 gepusht haben. Vielleicht kriegen wir das noch um 6, wo wir es nicht brauchen. Zumindest im Moment nicht für den nächsten Fight. Jetzt ziemlich schnell keinen Bock auf Laufbahn. Ist auch noch was ist. Okay, es hat gerade schon zusammengekommen. Macht keinen Sinn zu versuchen, es auf 6 zu kriegen. Vorarbeit. Verzack. Aber unsere Austausch findet sich gerade. Oh! Verdammt! So ist die Runde zu Ende. Wir müssen das machen. Scheiße, Mann. Hab ich noch nie gehabt. Gegen Mr. Dekuse. Der ruiniert uns gerade einen ganzen Run, glaube ich. Soll nicht mal selber mehr Schaden machen. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Jetzt liegen wir auch noch auf dem Boden gleich. Bitte Runde geht zu Ende. Nein. Wir müssen auf Angriff gehen. Wir müssen die letzten 18 Punkte da runterschlagen. Geht nicht anders, auch wenn es mehr Ausdauer kostet. Fuck! Das kann nur nicht sein, ey! Was ein Bastard! Ich hab noch nie gegen diesen Wichser verloren. Ah, und der hat auch überhaupt keine guten Stats. Was kann nicht sein, dass unseren ganzen Run vernichtet, einfach mal so. Dieser Spaß. Das gibt's nicht. Wir haben viel bessere Stats gehabt. Kostet uns, also ja,
dann minus 83 Punkte und nochmal minus 33 und nochmal minus 40, wenn wir halt nicht gewonnen haben, sonst hätten wir nämlich plus 40 bekommen. Das heißt, zwei Kämpfe haben wir. Wir müssen zweimal kämpfen, um diese Differenz wieder wettzumachen. Das sind vier verfickte Tage. Vier Tage hat der Scheiß gekostet. Oh nein. Okay, Wochen 10, 6 für Kikuse. Muss man merken. Auch die 20 Dollar gar nicht, Mann. Gar nicht schön. Überhaupt nicht. Vier Scheißtage. Aber der Run läuft gerade trotzdem so gut, dass ich ihn nicht aufgeben will. Ne? Ach, ich hätte Burger essen sollen. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also bei allen anderen, also bei vielen hatte ich ja schon, hatte ich schon mal verloren, aber den Kekuse, ne. Das fand ich jetzt sehr, sehr seltsam. Ultimate Fights kommen wir jetzt in den nächsten Ring in den gelben. Heute ist auch Bobo dran. Oh. Vier scheiß Tage, wenn man einmal dieser Kackliga verliert. Naja. Ich bin mal gespannt, was dann doch noch bei rauskommen wird. So ein Ergebnis. Wie weiß, dass da noch vier Teile drin sind. Das ist also 28. Auch nur 3 Dollar, wenn wir Essig hingehen und dann zu Gym. Vergesse mal, wo ich zuletzt war, an welchem Moment. Ich hab mich schon irgendwie. Thank you.
komme immer noch nicht auf die 4 Tage klar. Ah, Mist, meine Maus. Wo ist er? Da. Muss auch gleich mal auf die Festplatte gucken, wie viel Speicherplatz noch drauf ist. Noch 100 GB, gut, das ist eine Stunde oder so. War aber nicht 10.5, sondern 11.6. Beziehungsweise eventuell sogar 12. Hör auf! Boah, ich klicke die ganze Zeit schon, der hört nicht auf hier. Das wäre noch ein Tag. Ja, weniger gegeben. Oder später. Oh, du alter Sack. Ah. Macht doch nicht so viel Damage. Machen wir doch lieber dieselbe. Genau.
Kampf einfach viel Ausdauer. Deutlich besser aus, auch von der Ausdauer irgendwie ganz anders als das letzte Mal. Aber solange ich unter 60 laufe, bin ich echt glücklich. 57 waren so mein Ziel. Danach sind mein Ziel 54. 10 Punkte. Oh, wir haben Punktzahl. Ein drittes Mal gegen die Kruse. Okay. Aber wir haben jetzt 90 Punkte, glaube ich, gewonnen durch ihn. Und nur 30 verloren. Das ist gut. Dann sind das nämlich nicht 4 Tage, sondern vielleicht 2 oder so. Die noch verloren haben. Ich kann mich gerade nicht mehr so richtig konzentrieren. Na, da haben wir, glaube ich, alles. Ich mal Kaffee oder so. Nächstes Büro haben wir auch ausgenommen. Wann ist der nächste Ulti? 2 Tage. Das heißt, ab nach Hause. Nächsten Tag ist Bobo. Also erst noch mal ein bisschen trainen. Wenn wir noch 2 Fleisch haben. Warte, eben. Schade, wenn die Endo und Mega für diesen Trainingskampf gemacht. Das haben wir als letztes gemacht. Ja, eindeutig. Die Ausdauer denke ich mal noch auf 7. Mist. Tja, wir müssen gleich eh. Aber ich kann auch am 29. Tag, glaube ich, mal zum Bobo gehen. Ist jetzt nicht so ein Weltuntergang, denke ich. Wobei wir würden auch nicht so viel verlieren eigentlich. Ein paar Dollar würden wir hier noch verlieren, also gehe ich mal zum Bobo. Das war das vorletzte Mal schon. Dann wollen wir noch 2 Fleisch. Wenn ich mich nicht täusche, nur 1. Aber es reicht. Ich kann immer noch kein Trainingsfeld machen.
Feuer. Frage mal, ist Technik oder Kickdropper? Mach Kickdropper. Vielleicht noch auf 13 sehen wir. War schon ziemlich viel zurückgesprungen ist gerade. Wir haben schon fast der Hälfte in weniger als einem Vierteltag, aber ein Vierteltag vielleicht die Hälfte. Also knappen. Jetzt haben wir die Hälfte schon. Aber es eben auf 7 bringen. Und dann versuchen auf 13 noch zu kommen. Hör auf, ich klicke die ganze Zeit drauf. Warum reagiert ihr denn nicht? Das war mir knapp. Ich hab den ganzen Ultimate verpasst. Ich hab mir keine Kohle gekriegt. Meine Fresse, ey. Scheiß PC-Maus, ey. Nicht mal so ein Ding. So ein vernünftiges Ding kann ich mir leisten. Sich bitte hin. Danke. Das war's. So. Endlich noch 150. Ist das letzte Mal Bohrer? 22, 25, 28, ah ne, 2 machen wir dann sogar noch. Jetzt kann man den Trainingskampf hinnehmen. Aber Energy Drinks brauchen wir noch nicht. Noch ganze 6 Quarter gewöhnt. KO aus.
drin. Das war schon ganz nett. Abwasser wirklich mal zwei Teile verloren, das kann nicht sein. Das sind einfach im späteren Verlauf mehr Punkte kriegt, wenn man gewinnt. Ich glaube, hier war mal wieder als letztes. Ich bin mich nicht austauscht. Jo. Heute in die Anführung nehmen. Dann würde ich gerne noch auf 13.7 zurückkommen. So, ich habe bisher noch nie in keinem einzigen Run geschafft, keinmal in der Anfängerliga, also keinen Punkt zu verlieren. Zu schaffen war. Und wenn man das irgendwann nicht schafft, dann kriegt man entweder keinen Weltrekord oder wenn doch, dann hält er sich nicht wirklich lange. Da hört ihr mich auch. Ich weiß gar nicht, nur zwei Angriffskills dran haben, ob dann einfach öfter auftritt, weil das bringt das ja gar nicht. Wenn nicht öfter tritt, ist es sinnvoller, den Schwächeren hier drauf zu lassen. Und der mehr Schaden. Da weiß ich nicht ganz, wie das funktioniert oder realisiert wurde. Ich mach keinen Damage passiert. 13 Geschick ist zu 9 und ein extremer Unterschied. Oh, da haben wir Damage passiert. Dritte Runde möchte er noch scheinbar. Vierte eventuell auch. Geht aber nicht. Entschuldigung. Immer noch Rang 2. Oder haben wir Rang 3? Gut, der 335, ja, wahrscheinlich wird er noch Punkte dazu kriegen. Das kann, glaube ich, auch ein bisschen Zufall sein, aber im letzten Run stand auch mal 373 und ersten Platz. Erstens kann ich Punkte gewonnen haben, wenn ich mal darauf achten soll. Ich glaube wieder 60 oder so, das heißt, es könnte gleich der vorletzte Kampf zumindest sein. Ich weiß ja nicht, welches Gerät wir zuletzt benutzt haben. Ich würde sagen Burger Time. Können wir eigentlich noch einen Übungskampf machen? Zuletzt war der
punching back. Müsste eigentlich auch einen Burger-Count geben. Wie viele einzige Burger man gegessen hat im Spiel von uns. Ich glaube heute ist Bobo-Time. Bobo müssen wir noch fahren. 22, 25, 28, 31. Und das fünfte Mal wäre dann 34. Zack, zack. Kein K.O. Vielleicht nochmal den Nacho-Ulti dann im Nick. Warum denke ich mir das mit dem Gerät noch nicht? Das war's, ich wollte nicht gepennt haben. Die Hälfte rum. Komm, jetzt noch die 14 pushen. Nicht, dass es notwendig wäre, aber cool ist es natürlich immer.
denkst du noch vorher? Ich push mal ganz durch, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, ich höre lieber auf. Richtig kommt. Ne, ich krieg keinen Erfolg. Trotzdem den Kampf mal machen. Und dann zu Hause halt essen gehen. Dann haben wir auch die Health voll. Und dann kommen wir danach direkt wieder in Fitness an. Und haben somit dann den Weg ins Fitness gespannt, weil wir direkt wieder trainieren können. Dann machen wir keinen Kampf, glaube ich. Noch den Liga-Kampf. Ey, vielleicht kann ich dann auch sogar zu einer humanen Zeit einschlafen, wenn ich nicht gepennt habe. Normalerweise penne ich dann erst um 10 Uhr morgens ein. Schlafe dann bis 16 Uhr. Ja, und so weiter. Das dürfte aber ein K.O. geben.
Ich sage, das mache ich nochmal im Übungskampf. Ich muss so vorab Abschluss des Tages aufhören. Noch beides auf die höhere Stufe kriegen wir was. Einmal. Nice. Das reicht ja. Warum ist das denn noch? Einmal hätte ich gern. Hä? Das ist aber definitiv der nächste Tag gewesen jetzt. Manchmal ist das sehr komisch. Gut, dann aber erstmal nach Hause, alles vollladen, damit wir direkt danach wieder weiter trainieren können. Ja, 3-5-4. Kurz die Festplatte, wie gesagt. Festplatte sagt immer noch 70 GB. Bin ich der Champion? Stand da gar nicht mehr der Champion? Rang 1. Mit 350 Punkten nur. Nice! Das ist nice. Aber wir haben es. Das heißt, Zeit zum Nick zu gehen, glaube ich. Ja. Das ist die Frage. 14, 15, 14, 8, okay, melden wir uns an. Sind wir sowieso automatisch. 2 Tage, beides, dann sind wir wieder zeitgleich lang. Am nächsten Tag ist Bootzeit und Silberzeit. Silberzeit. Und ich weiß wieder nicht, welches Gerät hier. Doch, ich weiß, Punchback. Das hat doch am 15. dürften wir bis morgen noch kommen. Das ist natürlich sehr, sehr nice.
beides morgen reicht auch für euch. Oder dann immer einfach zum Trainieren holen. Ich komme. Oh, ich bin sehr kaputt. Hat er schon mal mehr? Na toll. Dann jetzt ziemlich knapp. Bin von einem Punching Bag als drittes Gerät. Ist ein Ulti kämpfen, dann hätte ich ein Talent und kann es ja damit anfangen. Könnte ich den Techniker machen, weil der bringt schon ordentlich was. Und das werde ich auch machen, weil der ist essentiell. Also vor dem Crossroads mache ich den noch, denke ich. Heißt erst Ulti. Wir können unser Leben ja eh wieder regenerieren. Langsam werde ich wacher. Oh, nice. Gut. Willkommen. Thank you.
Verdammt. Er hat keinen Techniker, das ist gut. Und keine Gegenreaktion. Natürlich noch besser. Ausdauertechnisch war ich auf. Lebensmutetechnisch, prozentual war ich auf. Macht schon ordentlich. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist komplett gleich auf. Scheiße, die fucking Ausdauer. Er hat uns zu Boden. Komm, klar, Sahne. Kostet nur 3. Wir haben nichts günstigeres. Wir haben noch einen extra Techniker gerade gemacht. Das gibt's echt nicht. Ich hab noch nie Probleme mit dem gehabt. Obwohl, ich hätte den glaube ich auch noch nie. Warum trifft ihr denn so oft? Ich versteh's nicht. Wir sind Techniker. Wir haben bessere Stats. Wir haben eine Gegenreaktion. Oh, danke. Oh, war das scheiße. Ist doch nervenaufreibend sowas. Okay, jetzt nicht mehr. Dann wieder zweiter Blutwurst. Ah, eine wieder zwei Blut oder mal Pech. Ich bin auf jeden Fall trotzdem bis jetzt sehr zufrieden mit dem Run. Vielleicht schaffe ich einfach mal 57 Tage. Dann bin ich zufrieden. Weil dann weiß ich auch nur, wie ich noch zwei Tage rausholen kann. Und dann könnte ich potenziell also auf maximal 55 mit dem aktuellen Stand kommen. Und da der Metalport unter 55 sein muss, würde ich danach dann wahrscheinlich keinen One-Man machen. Erstmal so, wir können weiter trainieren. Ich werde kurz deine Augen gegen Silber. Hoffentlich ist der nächste Gegner einfach. Schon der danach. Das Schlimmste ist beim letzten Gegner, aber auch jetzt beim Gegner noch zu verlieren. So, was sagst du so? Manchmal macht er echt nur alle zwei Tage, ich verstehe das nicht. Ist echt nicht.
schaffen wir noch mal 9 bis morgen. Könnte gut sein. Kann ich immer so schnell keinen Bock mehr auf Laufband. So kein Essen mehr. Was ist denn bei euch die Sache? War jetzt nicht so gut. Aber okay, haben wir wahrscheinlich maximal 2 Stunden jetzt verplündert, weil wir kein Geld mehr haben, um hin und zurück zum Haus zu kommen. Und dann noch den Eintritt zu zahlen. Sprungplatte. Ich Idiot! Ich muss mich von diesem scheiß Ton ablenken lassen, sonst gibt's doch nicht. Ist doch wohl ein Witz. Ist aber ein scheiß Witz, so wenig. Nee, ich wollte einfach nicht mehr. Bis morgen. Ich komme eh nicht auf. Noch auf 9 werde ich noch bekommen. Ja, ist nicht so schlimm. Gewonnen. Okay, den kriegen wir auch so platt. Zur Not. Und was ich einfach mache, ist, ich werde den Ultimate machen. Und dann werde ich von dem Geld einfach trainieren gehen. Weil wir haben noch circa 1 Tag Zeit. Das ist auf jeden Fall wird das wert.
Server ist immer Tag. Eigentlich müsste er. Dauert nicht. Ich hab nur noch einen neuen Skill kriegen können. Ich versuch's nochmal später an dem gleichen Tag. So, du musst dann 9. Möchte ich haben. Warte, er hat nur 5 Bubbles hat er gemacht. Bis er zur Hälfte runter ist. Das ist krass. Ich würde gerne in jedem Fall diesen 9 hinkriegen. Was sagst du jetzt am selben Tag? Brauchst du nicht einfach 24 Stunden vielleicht? Nein, nicht mal alle 2 Tage. Ich find's komisch. Stärke und niedriges Geschick sind unsere liebsten Gegner. Dann wird diese Runde davon machen. Also das meine ich damit, nicht, dass er komplett stirbt, kann auch sein. Aber das war ziemlich gut so. Und ja. Ich runde weiter. So. Jetzt gegen Bill Davis 2-14-8. Der ist ja stärker noch als Traxen. Aber wenn wir ihn besiegen würden, wann ist das? 3 Tage? Ja, Tag. Ja, schon Tag 41. Und dann hätten wir 9 Tage. Und wenn wir Tag 50 schon im Late Game und da brauche ich glaube ich nur 4 Tage, wenn alles glatt geht, dann hätte ich den Weltrekord. Und wenn ich den Kampf nicht verloren hätte, würde ich doch 2 Tage sparen, das sind 52. Und dann könnte man vielleicht maximal auf 51 kommen, wenn wir noch hier und da einen Trick raushandeln, vielleicht sogar auf 49. Das wäre doch mal ein geiles Ziel, 49 Tage. Mal auch viel Glück haben dann. Oh nein, ich habe einen Bug. Und ich kann auch nicht speichern. Das ist toll. Warum habe ich jetzt
Jetzt muss ich das Spiel beenden. Gut, Festplatte dürfte eh bald voll sein. Bis dahin, ciao.